Hallo und herzlich willkommen zu Kino im Wohnzimmer. Ich bin ja Olaf und wir schauen uns heute wieder ein schnuckliges kleines Heimkino an. Heute gibt es wieder die Frage der Woche. Schreibt weiterhin Fragen unter dem Hashtag Frage an Olaf in die Kommentare, dann kann ich auch wieder Fragen beantworten. Und die heutige Frage, genau genommen sind das sogar zwei Fragen, die kann ich mit einer Antwort beantworten. Die Nummer 1 kommt von Umut Solmers. Mich hätte interessiert, wie man die Styroporleiste an dem C-Profil anbringt. Klebt man die einfach und spachtelt, hobelt den Gipskarton ab? Mega gute Informationen, Video geworden, danke euch. So. Und dann gibt es noch eine ähnliche Frage, die kommt von Martha Torquida 93. Werden die Zierprofile so geklebt, dass sie die offene Kante vom Rigips verdecken oder steht das Zierprofil auf dem Rigips? Ich habe das Ganze soweit nachgebaut, nur dieser Punkt ist mir etwas unklar. Vielen Dank vorab. Naja, alle diese Fragen, übrigens diese Fragen sind in einem recht großen Abstand gekommen, ja, ich habe die jetzt bloß nochmal gefunden, die beziehen sich auf unser Video, in dem ich eine Lichtbute in einem Wohnzimmer baue, wo eine Leinwand drin steckt, wo anders der Beamerkasten drin ist, wo ein bisschen LED-Wand drin ist und wo sogar Lautsprecher reinkommen. Wollt ihr dieses Video nochmal sehen? Guckt hier hin. Wir werden hier einen Link hinsetzen, also auf die Infokarte drücken und dann könnt ihr das Video auch gerne nochmal sehen. Und ich habe höchstwahrscheinlich in dem Video nicht ganz speziell erklärt, wie nachher dieses vorne dieses Zierprofil da rankommt. Versuche ich jetzt mal nachzuholen. So ungefähr sieht das ja aus. Wir haben hier diese waagerechte Gipskartonplatte, unsere Lichtbude von unten im Prinzip, und hier vorne kommt ein Metallprofil ran. Das ist ein UD30 Gipskartonprofil, ganz einfaches Gipskartonzeug. Kommt oben auf diese Platte raufgeschraubt. Jetzt geht man hier einfach mit einem Hobel lang oder mit einem Schleifklotz oder wie auch immer, schleift das ein bisschen glatt. Das ist eins dieser Zierprofile, die gibt es ja in verschiedensten Ausführungen. Das nehmen wir aber recht gerne. Und das wird hier einfach nur mit Montagekleber hier vorne bündig angeklebt. Ja, man macht das schön bündig hier unten. Es gibt übrigens zwei Varianten. Früher haben wir das hier unten 5 mm rausstehen lassen, haben hier hinten Acrylfugen gezogen, sieht auch gut aus. Mittlerweile machen wir es anders, wir machen es jetzt hier unten bündig und verspachteln unten diese kleine Naht, die da entsteht. Einfach nur Montagekleber. Es gibt für diese Zierprofile einen speziellen Kleber, den kann man auch nehmen. Wir nehmen den eigentlich nur, um die Nähte damit zu verkleben. Die werden danach so ein bisschen, ja, mit Schwamm macht man die Fuge so ein bisschen glätten und man muss noch ein zweites Mal spachteln, man kann es auch ein bisschen schleifen. Und schon hat man so dieses Profil und so sieht das dann von unten aus. Ja? Hier, so ist die Naht, die wird nachher zugespachtelt. Genau so machen wir das. Das hatte ich wahrscheinlich im Video nicht ausreichend erklärt. Deswegen kam diese Frage schon ziemlich oft. Ich hoffe, das war hilfreich. Baut euch alle Lichtbuten und ja, und ihr könnt auch bei unserem Video, bei unserem Spiel mitmachen und dann könnt ihr sogar mal sowas einreichen. Viel Spaß beim Video. Wie versprochen, sind wir wieder unterwegs und schauen uns interessante Kundenlösungen an. Auch Sachen, die Kunden selbst gebaut haben, mit unserer Unterstützung natürlich. Und ich habe ja gesagt, wir gucken uns auch mal ganz normale Wohnungen an. Und genau das haben wir hier. Das ist wirklich eine recht kleine Wohnung. Und wir haben hier ein Wohnzimmer, das hat so ungefähr 20 Quadratmeter. Also dieser Kinobereich, der ist eher sogar noch weniger. Das sind eher bloß noch 18 Quadratmeter oder so. Und wie kann man denn in so einem relativ kleinen Zimmer, in einer Neubauwohnung, ein wunderschönes Heimkino realisieren? Genau darum soll es heute gehen und deswegen haben wir gesagt, wir fahren hier mal her und schauen uns das mal an. Und da gehen wir jetzt mal rum und gucken uns mal die Details an. Das ist ein guter Kunde von uns, der ist schon seit vielen Jahren bei uns und ist ein junger Mann, der hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Geld. Er wollte aber trotzdem sehr hohe Qualität und da haben wir ihm natürlich geholfen. Und zwar ist es so, wir verkaufen ab und zu auch Aussteller. Ihr werdet es gleich merken, viele Sachen sind bei uns wirklich aus der Ausstellung abverkauft, nachdem irgendein Produktwechsel war oder so. Geht los, wir schauen uns alles mal an. Also im Hintergrund seht ihr ja schon das riesengroße Bild. So wie sich das gehört, hängt hier ein 42 Zoll Fernseher und da laufen abends die Filme und Serien drauf. Finde ich richtig cool, das ist als Anfang, wenn man so einen Einstieg in Heimkino, wenn man da reingeht, erstmal völlig in Ordnung. Nee, totaler Quatsch. Das ist überhaupt nicht in Ordnung. Ich sage doch immer, Heimkino fängt bei uns ab 2 Meter an. Und hier gibt es ein Bild, das ist weit über 2 Meter. Kommen wir später zu. Wir schauen uns erstmal an, was es hier noch alles gibt. Also, es gibt den kleinen Fernseher. Klar, für morgens, wenn man das Wetter guckt, wenn man aus dem Haus geht, völlig in Ordnung. Darf der auch sein.
Audio. Wir haben hier ein richtig geiles Audiosystem. Und ich war echt fasziniert, als ich das gehört habe, wie das, was er hier gemacht hat. Er ist doch so ein bisschen ein Freak, wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf. Er sitzt doch abends und macht hier Einmessungen und gibt sich unheimlich Mühe. Alles, was halt geht. Und das klingt hier wirklich richtig geil. Wir haben hier vorne DALI-Sensor zu stehen. DALI-Sensor gibt es nicht mehr. Deswegen haben wir die irgendwann mal abverkauft. Hat er so ein bisschen als Schnäppchen bei uns bekommen. Aber hierfür absolut perfekt und macht richtig Spaß. Ist die Sensor 5 hier vorne. Wir haben den Vocal. Wir haben zwei Subwoofer. Mal zuhören. Zwei Subwoofer E9F auf 18 Quadratmeter. Das knallt mal richtig. Ja, und wir haben hier unten natürlich den Denon drin, ein kleines Möbel. Das ist auch nichts super Teures. Das ist ein ganz einfaches Möbel. Wir gucken jetzt hier nicht rein. Wir müssen ja nicht zu viel bei den Leuten reingucken. Ich weiß aber, hier steht ein Denon-Receiver drin. Wir haben Apple TV 4K hier drin. Wir haben ein Technisat-Satellitenreceiver hier drin. Es gibt eine Synology, wo er seine Filme ablegen kann. Ja, und so noch so ein oder zwei Sachen. Alles das spielt sich hier vorne ab und hat er, finde ich, sehr schick gemacht. Er hat ein bisschen was mit Beleuchtung gearbeitet. Die Beleuchtungssteuerung ist auch ganz cool. Mit GB Media und Alexa und Sprachsteuerung. Also er hat sich richtig hier ausgetobt. Es ist einfach richtig cool. So, da sehen wir Logitech Hub. Ja, also wissen wir, eine Logitech ist auch wieder da. Ja, hinten. Wir gehen mal hier hinten so ein bisschen rum. Hinten haben wir natürlich auch noch aus der Sensorserie die Regallautsprecher zu hängen. Und hier oben, wenn man so ein bisschen guckt, hier sehen wir sogar schon ein bisschen den Beamer. Der Beamer hat aktuell gewechselt und deswegen, unter anderem waren wir auch hier, um nochmal zu gucken, ob das alles so passt, weil er hatte auch mal von uns einen Aussteller gekauft, ist schon ein bisschen her, da war es noch ein Sony, ein Full-HD-Modell und jetzt hat er sich den neuen BenQ 5700S gegönnt. Also das heißt, es ist jetzt der erste 4K-Projektor hier eingezogen und er ist total begeistert, wa? Er ist einfach ein Hammer. Klar, das Gerät war teuer und das war auch, ist auch, glaube ich, sein erstes neues Gerät, was er sich hier leisten konnte. Das hat er wirklich neu gekauft. Hat auch lange drauf gespart, aber ich finde, es genau für so eine Wohnung eigentlich ein perfekter Beamer. Er ist super leise, er ist weiß, er kann 4K. Er hat Lens Shift, ne? Man kann ihn auf so ein Regal stellen. Das ist ja unser kleines Regalbrett. Das habt ihr bei uns bestimmt schon öfters gesehen. Das haben wir in verschiedenen Größen, in schwarz und in weiß. Das ist recht preiswert, das ist preiswerter als ein Beamerhalter und sieht aber, finde ich, meistens viel schicker aus, wie so eine Beamerstange da irgendwie an der Decke. Aber ist natürlich Geschmackssache. Wer so ein Regal mal haben will, könnt ihr bei uns mal in den Shop gucken, gibt es bei uns. So, wo ist denn nur das Heimkino? Oder? Fangen wir damit schon an? Ich erzähle noch ein bisschen andere Sachen. Vorhänge. Er hat hier ein bisschen was mit Vorhängen gemacht, hier kann er an der Seite so ein bisschen abdunkeln. Das ist natürlich, das sind so recht dicke Vorhänge, dicke schwarze Vorhänge. Die sehen trotzdem schick aus. Ist natürlich für die Raumakustik nicht unwichtig. Vor dem Fenster gibt es auch Vorhänge. Die gleichen, auch ein bisschen dicker. A kann man natürlich dunkel machen. Ja, wir haben halt weiße Wände und wir haben hier einen hellen Hof. Wenn wir am Tag mal gucken, am Tag guckt da glaube ich weniger, aber kann man hier auf jeden Fall mit dunkel machen. Für die Raumakustik ist es gut. Wir haben hier einen schicken, dicken, so einen richtigen Hochflorteppich, auch in schwarz. Sieht A cool aus und ist natürlich für so einen Raum, der glatte Flächen hat, eigentlich, ja, der wäre schon sehr hallig, aber ich glaube, ihr werdet es hören, obwohl hier glatte Betondecke und glatte weiße Wände, ich glaube, das klingt trotzdem relativ gut. Oder? Also ich höre jetzt nichts Negatives, ganz leichter Hall, ist halt ein Wohnzimmer, Neubauwohnung. Aber ich finde, der Teppich, der bringt eine ganze Menge, sollte man immer drüber nachdenken, ob man nach vorne nicht irgendwie so einen dunklen Teppich hinlegt. Ja, viel mehr brauchen wir in unserem Kino gar nicht. Oder? Aber jetzt wollen wir doch mal sehen, wie das große Bild aussieht. Zeig doch mal die Leinwand, guck doch mal. Da oben hängt sie. Finde ich auch wunderschön. Ist auch mal ein Aussteller von uns gewesen, ist auch schon ein bisschen her. Ist eine VNX Atlantis Dream. Das ist eine Frontvollleinwand. Das ist eine Leinwand, die fährt vorne aus. Das heißt, wir haben dahinter 11 cm Platz, deswegen kann der Fernseher hier auch hängen und die Leinwand fährt vor dem Fernseher runter. Wie das alles aussieht und wie das Kino im Betrieb aussieht, das schauen wir uns gleich an. Alexa? Schalte Apple TV mit Beamer ein. Was ist das? Sind das Fledermäuse?
Das sind Drohnen, Drohnen! Mike Banning, Sie werden des versuchten Mordes am Präsidenten der Vereinigten Staaten beschuldigt. Sehen Sie nicht, dass ich reingelegt wurde? Muss es immer das große Kellerkino sein? Nein, muss es absolut nicht. Also wirklich eine kleine Wohnung. Das Budget war jetzt nicht komplett unten. Also es hat schon Geld gekostet hier, ja. Ein paar Euro sind da schon reingeflossen. Aber es ist eine super coole Lösung und man hat ein richtiges schönes Wohnzimmer-Heimkino, auch in einer kleinen 1,5-Zimmer-Neubauwohnung. Ja? Das wollte ich euch mal zeigen. Ihr habt ja immer mal gefragt, zeigt doch auch mal so Low-Budget-Lösungen. Ganz Low-Budget ist es hier nicht. Ja? Wir haben schon sehr hochwertige Technik hier verbaut, gar keine Frage. Aber es ist alles nach und nach entstanden. Man muss ja auch nicht alles auf einmal kaufen. Auch das war hier so. Das ist auch Stück für Stück entstanden. Hier und da mal ein Schnäppchen gemacht oder ja, bei uns kann man auch manchmal ein Bundle machen. Manchmal haben wir auch so einen Beamer mit einer Leinwand zusammen gebundelt, um ein bisschen was zu sparen oder auch mal mit Ausstellern anfangen. Und dann kann man ja nach und nach seine Technik ausbauen und auch austauschen. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich sage nochmal Dankeschön, dass wir hier sein durften. Und ihr habt mal gesehen, wie das in so einer kleinen Wohnung auch geht. Und ja, also mir fällt da gar nichts mehr zu ein. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Denkt bitte ans Abonnieren, wenn ihr sowas mehr sehen wollt. Schreibt doch wieder was in die Kommentare, ob euch so eine Sachen interessieren. Wir werden auch wieder größere Lösungen zeigen, wir werden auch wieder richtige, dedizierte Kinos zeigen, aber auch immer wieder Wohnzimmerlösungen und die jetzt nicht auf Perfektion getrimmt sind, sondern was für jedermann ist. Und das sehe ich auch so, Heimkino sollte was für jedermann sein, jeder, der Spaß an sowas hat. Das große Bild ist immer das A und O. Ja, wie gesagt, also die Glocke nicht vergessen, wir müssen unsere Abonnentenzahlen hochkriegen, wir haben jetzt die 10.000 angepeilt, die wollen wir jetzt demnächst auch schaffen. Und deswegen wird das wieder hoffentlich, so gut ich das schaffe, jede Woche ein neues Video kommen. Das war's für heute. Tschüss aus Berlin, euer Olaf. Bye, bye.